Gelesen aus 365 Mal Er von Wilhelm Busch. 3. April. Ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür des Grabes und setzte sich darauf. Matthäus 28, Vers 2. Ja, seht euch nur recht diesen Felsblock an. Er hatte das Felsgrab des Herrn Jesus verschlossen, wie wenn eine gewaltige Faust voll Hass das Grab zuhielte. Leuchtend prangte auf der Stirn der Felsplatte das Siegel des römischen Statthalters. Es war, als wenn der Stein prahlen wollte: Ich bin von höchster Stelle autorisiert, das Grab Jesu endgültig zu verschließen. So war der Stein ein Denkmal der Feindschaft gegen Jesus. Er war eine Auslegung des Wortes. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und nun sehen wir denselben Felsblock am Auferstehungsmorgen. Es steht hier: Der Engel wälzte den Stein von des Grabes Tür und setzte sich darauf. Warum setzte er sich darauf? Er war doch wohl nicht müde. Der Engel wollte damit deutlich machen: Diese Felsplatte, die das Zeichen der Ablehnung Jesu war, soll jetzt im Dienste dieses Auferstandenen stehen. Sie soll die Kanzel werden, von der aus zuerst die Botschaft von der Auferstehung verkündigt wird. Wenn der Fels reden könnte, würde er sagen: Ich habe eine wundervolle Veränderung erlebt. Ich war im Dienste der Feindschaft gegen den Sohn Gottes. Und nun darf ich in seinem Dienst stehen. So wird der Fels ein Abbild vieler Christen. Der Apostel Paulus war wie ein Fels gegen Jesus. Doch wie stand er später im Dienst der Auferstandenen? Und der Apostel Petrus: In der Nacht vor der Kreuzigung Jesu stieß er den Herrn von sich und erklärte: Ich will ihn nicht kennen. Aber 53 Tage später war er ein gewaltiger Zeuge des Herrn Jesus. Jesus starb am Kreuz und wurde auferweckt, damit auch wir solche Veränderungen erfahren. Herr, brich unseren bösen Willen und nimm uns in deine Gewalt. Amen.